Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider mit Leb Let's Play. Jo, wir waren hier letztes Mal stehen geblieben, weil ich ja jedes Mal gefühlte 13 Mal verreckt bin. Und ich habe mir so überlegt, eventuell kann man doch dieses Ding, was da gerade hochgefahren wird, eventuell abknallen, damit das runterfällt auf deren Köpfe. Dachte ich mir so. Aber da hängt noch was. Das wäre noch geiler, wenn das runter zu schießen wäre. Ja. Geht nicht. Moment, Herr Klemm. Was ist mit dem Seil von... Ja, da. Wenn ich da jetzt gegenschieße. Aber erstmal dem Typen nur einen Kopf knallen, dann ist der schon mal weg und das fällt hoffentlich nicht auf. Ich glaube, das war gut. Nee, war nicht gut. Scheint aufgefallen zu sein. Schnell das Ding abknallen. Setz nur den Generator wieder in Bewegung. Hä? Nochmal. Ich brauch Hilfe! Hey! Jawohl. Das war schon mal. Das sah vielversprechend aus. Ah! Von der Seite. Hey, ich verreist! Warum geht das nicht? Der hat ja Rüstung an oder was? Sieht aber nicht so aus. Mann, verreck doch, Junge. Nö, ich habe keine Lust zu sterben, ne? Ja, oh Gott, hauen wir gegen die Wand. So, jetzt. Nein, ich gehöre niemandem hier. Kopf ab. Nein, ihr habt mich nicht. Scheiße, doch. Das heißt hier gute Arbeit, ey. Penner. Jetzt fangen wir hier an. Okay. Okay. Scheiße! Mein Maschinengewehr ist alles. Ja, bleib weg! Oh Mann! Nein, ich werde nicht sterben. Siehst du aus? Oh. Toll. Jetzt geht die Scheiße schon wieder los hier. Ich verrecke dauernd. Mann, gehen wir mal dahin. Was hat denn der für Probleme? Ich glaube, die haben voll die Schmerzen alle. Ich sollte die mal erlösen. Was für eine Flanke? Oh, Munition ist hinter mir. Nehme ich erstmal mit. Guck mal, wie sie alle angeschissen kommen, die feigen Schweine, ey. Immer kommt ihr zusammen, ey. Ihr kämpft gegen eine Frau. Ja, toll. Wenn das jetzt schon wieder so losgeht, ey. Ich glaube, jetzt gehe ich mal nach oben. Ich baller den von oben in den Kopf rein. Werde ich nicht. Mein Schrot ist ein bisschen doof, glaube ich. Bei der Entfernung. Kommt da mal irgendwann einer? Nein! Von hinten! Wolltest du was sagen, Kollege? Wollen wir ja mal sehen. Hier! Friss Hämmer! Wow! Hat das was gebracht? Komm, noch einen. Machen wir mit Schroti weiter. Oh, jetzt kommen die mir schon wieder zu nahe hier. Hier, friss Schrot. Komm her.
Stärker. Es kommt noch ein Schildbürger. Was stöhnst du so? Schild zu schwer? Ah ja. Oh, 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 oh. Das etwa schon alles? Nein. Willst du noch mehr? Hier, hm? Yeah, bitteschön. War das alles, ja? Ein bisschen abreagieren hier in der fucking Wand. So, zeigt her, was habt ihr für mich? Da hinten blinkt es. Ein Geocachy! So. Jetzt haben wir uns zwar die Munition von denen wiedergeholt. Gibt's denn noch mehr? Ich brauch Muni, 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 Muni. Da oben war ich. Da ist Bergungsgut. Hä? Hä? Die ist verschwunden, die Kiste. Hm. Ja. Oh, ein Buch. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Ja, ob das was bringt. Okay, weiter geht's. Da war nichts mehr. Gehen wir hier rein. Oh oh. Was? Ja, ist klar. Tja, die Schweinehunde, ey. Kommt! Traut euch nicht, ne? Fässer werfen, aber dann nicht runterkommen. Mach ich erstmal das Licht kaputt hier. Es blendet nämlich. Wo ist der hin? Wie viele sind denn da schon wieder? Ich höre irgendwas. Da schießt jemand von der Seite. Boah, du Pisser, jetzt weiß ich auch, wo du hergegangen bist. Das war bestimmt der, der gerade da einfach so durchgelaufen ist, da oben, ne? Ich hätte die alle gerade erledigt, da in der Mitte vom Raum. Woher kommen die denn jetzt, die Stimmen? Von rechts oder von links? Ich geh erstmal hier rein. Oh. Nix. Irgendwas Dunkles. Kommt das von der anderen Seite? Da. Ja klar wehr ich mich. Hallo, ihr schießt auf mich. Was soll ich denn machen? Ich einfach so hier so, ja, er schießt mich oder was? Wo ist der?
Fenster? Kann man das irgendwie ziehen? Ne. Ah, da ist er ja. Boah, da ist wieder so einer mit Dauerfeuer, ey. Der muss zuerst weg. Aber der stirbt wieder nicht, ne? Ja, schön. Ich krieg das Dynamit im Rücken. Mann, hier. Kopfschuss eigentlich. Ey, der kann immer noch werfen. Ich hab Kopfschuss gegeben. Ich hab's genau gesehen. Ist da oben auch noch einer? Das ist drei oder zwei? Komm, ich muss den da weg haben. Jetzt hat er Ohr gemacht. Aber er steht immer noch und wirft immer noch. Und wenn er nicht gestorben ist, dann macht er immer noch Dynamit. Ey, das gibt's nicht. Schieß ich gegen diese komische Rankpflanze da oder warum kommt da keine Kugel durch? Boah, da kommt so ein. Der hat eine Maske aufgehabt, ne? Komm. Hier, Schrot. Nochmal. Wie? Ah, komm. Bist du auch? Bist du auch Schrot? Ja? Hier, Sonderangebot. Der will direkt ein paar Mal. So günstig ist das. Quasi umsonst. So, ist noch irgendwo jemand? Hier geht's noch rein. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Nachladen. Na da. In die Füße. Nee, in die Eier. Eier sind schöner. Der kann keinen Dimitri mehr zeugen. Jetzt Ruhe hier. Hui. Nein, hier ist noch was. Ah, da oben. Ah, da ist eine entzündliche Tonne. Bam. So, jetzt. Hier ist keine Leiche mehr. Hä, aber wo war denn der andere Kerl, der da mit Dynamit geworfen hat? Kisten. Schau mir erst die Kisten. Von unten komme ich. Muss ich rüberspringen. Oh nein. Balancieren. Oh, eine fette Kiste auch noch. Sehr schön. Kommen aber immer nur 65 raus, ne? So kleine Pissbeträge oder so. Was ist das hier? Kann ich auf das Seil? Würde nicht viel bringen, oder? Dann komme ich doch wieder da, wo ich am Anfang hochgesprungen bin, wo ich die am Anfang versucht habe, von oben abzuknallen. Nö, dann gehen wir wieder rüber. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein, da auf das Seil zu springen. Boah. Und dann gehen wir hier hoch. An das Holzding dran springen hier. Wo hoch? Da? Du? Da? Da. Gegen die Sonne. Herrlich. Einfach nur herrlich. Alex. In was für einen Mist bist du denn da wieder reingeraten? Ja, in demselben Mist, in dem wir drin stecken. So. Hier heißt es nicht in die Löcher reinfallen. Was ist das hier für ein Ding? Was kann man damit machen?